Ahoi, wenn die Mütze aufkommt, dann wissen Sie immer, das ist ein maritimes Thema. Ja. Und wenn ich Ihnen jetzt das Thema sage, Agibesa, Bobside, Frauen und Co., werden Sie sagen, hallo, wie geht das denn zusammen? Das geht. Jo. Und wir sollten da vielleicht mal ruhig mal öfter drüber sprechen, über diese Themenkombination. Also wenn man in der Zeitung folgende Schlagzeilen liest, das gab's noch nie in Bremen, Werftarbeiterin tauft Schiff. Oder Elviras Nähte halten Ozeanriesen zusammen. Dann könnte man meinen, hey, wir sind total aus der Zeit gefallen, oder? Mitnichten. Mitte der 80er Jahre ist die erste Schlagzeile in der Bremer Morgenpost erschienen. Das gab's noch nie in Bremen, Werftarbeiterin tauft Schiff. Und das war in der Ausgabe vom 9. August 1984. Etwas über 35 Jahre her. Und oh, vergessen? Oder können Sie sich an diese Schiffstaufe noch erinnern? Sind Sie Augenzeuge? Ja, dann würde es uns freuen, wenn Sie uns konsultieren. Auf dem Retro-Wege gerne so. Oder Sie können auch gerne per Mail. Da würden wir uns ja super, super freuen. Also in der Bremer Morgenpost, 9. August 1984. Die zweite Schlagzeile erschien übrigens im Main-Echo in Aschaffenburg. Schwang schon damals eine gewisse Portion Stolz mit. Würde eine derartige Überschrift heute, dann, ja, das würde wohl die Frauenbeauftragte auf den Plan rufen, weil Elviras Nähte halten Ozeanriesen zusammen, das geht ja überhaupt nicht. Nebenbei, diese Elvira gab es. Ja, wir sind auf sie gestoßen in einem Vortrag der Geschichtsprofessorin Renate Meyer-Braun. Den kann man übrigens im Internet finden. Und da gibt es nämlich ein Museum, das dringend ein echtes Haus verdient hätte. Denn die Rede ist vom Bremer Frauenmuseum. Da gibt es irgendwie jetzt gerade gar nicht. Also es lohnt sich, da in diesem Vortrag da mal reinzuschauen. Und der ist in der Fassung aus dem Jahr 2002 dort nachzulesen. Ja, das ist schon mal ein bisschen her, dass das Thema da mal aufgekommen ist. Und seitdem sind, also außer dem Buch von Frau Meyer-Braun sind, oh, da ist... Nein, da ist nichts erschienen in der Angelegenheit. Trefflich zusammengefasst hat sie das in ihrer Schlussbemerkung. Wie heißt es da? In diesem Vortrag sollte ein Stück bremischer Schiffbaugeschichte aufgezeigt werden, wenn auch nur ein winzig kleines, das so gar nicht an die üblichen Darstellungen hineinpasst. Eben Schiffbaugeschichte der anderen Art. Frauen kommen denn auch, abgesehen von den Publikationen, an denen ich beteiligt war, in den vorliegenden Werfgeschichten nicht vor. Waren sie auch der schieren Zahl nach bloße Randphänomene, so hoffe ich doch deutlich gemacht zu haben, dass es sich durchaus lohnt, auch hier einmal unter der Kategorie Geschlecht genauer hinzugucken, zu gendern, wie man heute sagt. Soweit Frau Meyer-Braun. Das machen wir heute mal auch, aber eben ein bisschen anders als immer. Agibesa, der erste Teil unseres Vortrags heute. Ja, was gab es denn da für Berufe? E-Schweißer, Stahlbauschlosser, Schiffsbauer, Maschinenschlosser, Rohrschlosser, Kranführer, Betriebselektriker, Schmiede, Rohrinstallateure, Klempner, Maler, Schiffbauhelfer, Brennschneider, Tischler, Betriebsschlosser, Schiffszimmerer. Das sind alles echte Frauenberufe, oder? Ja, natürlich nicht. Aber denkt man mal so nach, wann das überhaupt gewesen sein kann, dann ist klar, diese Berufe sind tatsächlich, also einen gucken wir uns heute mal genauer an, das ist tatsächlich zu Kriegszeiten von Frauen auch ausgeübt worden. Und laut dem Vortrag von Frau Meyer-Braun war das auch nach dem Ersten Weltkrieg, auch im Ersten Weltkrieg der Fall. Entsprechende Belege dafür fand sie in der Betriebsgeschichte der Agibesa. Dort wurde für Oktober 1917 die Zahl 522 erwähnt. Im Zweiten Weltkrieg waren es mehr. Da kommen wir gleich nochmal auf, aber es gibt noch einen dritten Zeitraum, wo Frauen dort in einer Männerdomäne ihren Mann haben stehen müssen, können, dürfen. Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, welches Wort da am besten passen würde. Dieses Kapitel fiel in die Wirtschaftswunderjahre. Erika Thies, deren Rubrik vor 50 Jahren aus dem Weserkurier, das kennen Sie bestimmt, wir schätzen Sie sehr. Wie gesagt, diese Erika Thies hat mit dem Redakteur Detlef Scheil 2010 einen Artikel geschrieben. Die Überschrift lautet »Frauen mitten in einer Männerdomäne« und da finden wir trefflich formuliert den Grund. Während der Wirtschaftswunderjahre in den 50er und 60er Jahren boomte auch der Schiffbau. Agibesa und Bremer Vulkan bauten bald vor allem Großtanker. In der Produktionstechnik
war ein wichtiger Wandel eingetreten. Der endgültige Übergang vom Nieten, das lange Zeit die vorherrschende Technik für die Verbindung von Metallteilen im Schiffbau war, zum Schweißen. Und damit war es auch möglich, große Schiffsteile in einer Halle vorzufertigen. Und dafür brauchte man mehr Schweißer, als der Arbeitsmarkt seinerzeit hergab. Die Werften also, nehmen wir die AG Weser und den Vulkan, hatten da echt ein Problem. Man steckte da an einem Dilemma. Auf der einen Seite waren die Auftragsbücher randvoll, auf der anderen Seite echt fehlendes Personal. So Mist. Vor allen Dingen stand da eben auch die Politik im Weg. Denn eine erwerbstätige Frau, das geht ja überhaupt nicht. Das passt ja überhaupt nicht in die neue Familienpolitik unter Adenauer. Also kürzer umschreiben kann man das Ganze als perfektes Dilemma. Wohl war den Verantwortlichen der AG Weser nicht, aber es half ja nichts. Die Wirtschaft setzte sich kurzerhand gegen die Politik durch. Eine Stellenanzeige in der Zeitung sollte schon aufgegeben werden. Ach, was sollte man denn dann aber schreiben? AG Weser sucht Frauen für die Ausbildung zum Schweißer? Nee, das ging nicht. Im Weser-Kurier, was Sie im Online-Archiv finden, und im Bremer Nachrichten klang das am 22. August 1959 so. Ein hiesiges Werk, nee, den Namen gab man da im Inserat nicht preis, suche bei gutem Lohn Frauen zwischen 20 und 30 zur Ausbildung als Schweißerin. Der Vulkan hat sich zunächst noch 4 Jahre gesträubt und 1963 war dann auch, da klang so eine Anzeige dann so. Wollen Sie Geld verdienen? Wir suchen auch Frauen. Lass mal so stehen. Frau Meyer-Braun hat in ihrem Vortrag auch mal den Blick nach Ostdeutschland gewagt und das war eine tolle Idee. Denn mal ehrlich, Ostdeutschland, was über die Geschichte dort wissen wir, haben wir da schon nachgearbeitet? Ja, eher nicht so, ne? Da ist, hatten die denn eigentlich auch so dieses Problem mit, nee, hatten die nicht. Da war es viel selbstverständlicher, dass die Frau im Produktionsprozess steht. Großer Unterschied. In Ostdeutschland galt die Frau als ökonomisch unabhängig von ihrem Mann. Und wenn man laut Renate Meyer-Braun zu der Zeit auf die Neptunwerft in Rostock geblickt hat, dann konnte man sehen, dass der Anteil der Schweißerinnen auf der Werft deutlich größer war als auf den Bremer Werften. Ganz verhehlen darf man sicherlich auch nicht, dass sich das klassische Rollenbild trotzdem nicht schneller geändert hat als im Westen. Zahlreiche Aufsätze im DDR-Fachblatt Schweißtechnik haben das in den 50er Jahren immer wieder mal zum Thema gehabt. Da heißt es, dass es teilweise noch überlebte Auffassungen gab und man es den Frauen richtig nahebringen musste, dass der Beruf des Schweißers sehr wohl und gut von Frauen ausgeführt werden konnte. Eins können wir aber festhalten, die Motivationen der Frauen im Westen auf der Werft zu arbeiten waren unterschiedlich. Während der Kriege kamen sie gezwungenermaßen und in der Zeit des Wirtschaftswunders sollten sie freiwillig kommen. So, jetzt haben wir also, erinnern Sie sich noch an den, weiteren Teil da in unserem Vortragstitel, der Aspekt Worpswede. Das ist schon eine Kunst des Schweißens und Nietens, gar keine Frage. Aber wie kommt Worpswede denn da irgendwie? Gehen wir mal zunächst gedanklich die Gründer der Künstlerkolonie mal durch. Mackensen, Modersohn, Paula Becker, Calvin und Fritz Overbeck. Hatten die was mit der AG Weser? Nebenbei bemerkt, der Herr Finn, der kommt ja aus einer bekannten Reederfamilie. Und Fritz Overbeck, der hatte sogar Kontakte zum Hafen in Walle. Sein Opa war nämlich technischer Direktor beim norddeutschen Lloyd. Weil der dachte ja immer, dass die Schiffe Lloyd-Schiffe heißen wegen der Bimbam, wegen der Glocke da vorne drin. Aber irgendwie haben Sie mich irgendwas von AG Weser sagen hören? Dafür müssen wir einen Blick in die nächste Generation der Worpsweder werfen. Natürlich weiß ich nicht, ob Sie schon mal in Worpswede waren. Also, denn wenn Sie vielleicht mal den Niedersachsenstein besucht haben, dann waren Sie schon mal bei Ihrem Vorgarten. Da steht nämlich ein kleines Nurdachhaus. Sie selbst ist nun nicht mehr da. Eine ungewöhnliche Lebensgeschichte, die sich hinter ihr verbirgt. Leider hat sie das Pech, dass sie zur zweiten Generation der Worpsweder gehört und das Interesse reicht oft dann meistens nicht über die Anfänge hinaus und das zu Unrecht. Wir reden hier über Liesel Oppel. Wenn Sie jetzt sagen, Moment, weiß ich, da gibt es einen Weg in Osterholz. Ja, dann kann ich nur sagen, Respekt. Wenn Sie sich fragen, wo ist der? Ja, wenn Sie von der Rockwinkler Landstraße an in die Straße an Kemeners Hof einbiegen, dann ist es gleich auf der linken Seite der erste größere Weg. Eine Spur für Fortgeschrittene gibt es im Viertel von Frau Oppel. In die Lübecker Straße 31, dort stammt 1911 Oppel an der Klingel.
Ihr Vater, Edmund Alwin Guido, war ein Dr. Phil und Oberlehrer am Realgymnasium, an der Dekanatstraße. Das können Sie übrigens auch selber rausfinden, wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen, was Sie ja hier haben, wenn Sie das gucken. Dann rufen Sie sich die Startseite der Staats- und Universitätsbibliothek auf und unter dem Stichwort digitale Sammlungen findet man die Bremer Adressbücher. Und da können Sie das auch selbst nochmal alles nachgucken. Überlegen Sie schon, wo die Lübecker Straße ist? Ja, die befindet sich zwischen der Lüneburger und Berliner Straße im Viertel. Ja, wie schon erwähnt, Liesel Oppel gehört zur zweiten Generation. Einmal müssen wir ihren vollständigen Namen denn mal haben. Anna Amalia Sophie Oppel. Jahrgang 97. 1897. Da hat sie nicht mehr ganz so viele Schwierigkeiten gehabt wie Paula Becker, als sie sich entschlossen hat, sich ausschließlich der Kunst zuwenden zu wollen. Ihre Familie sagt, ja, ist in Ordnung. Voll zur Rückendeckung. Macht man sich auf die Suche nach Informationen über ihre Eltern, dann wird man auch fündig. Ihr Vater Alwin Oppel hat sogar einen Eintrag im Internetlexikon Wikipedia. Demnach war er zweimal verheiratet und insgesamt hatte er 9 Kinder. Lassen Sie uns aus seinem Leben ein Ereignis mal herausnehmen, was für Bremen eine große Bedeutung hat. 1890 findet im Bürgerpark eine große Ausstellung statt, die Norddeutsche Industrie-, Gewerbe- und Handelsausstellung. Sozusagen die Mutter aller Hanseleibs. Oder, ja. Über mehrere Monate kamen über 1 Million Besucher nach Bremen, um sich das anzuschauen. Das können Sie übrigens in dem Vortrag Bürgerpark anders als immer, der auch demnächst jetzt kommt, dann also hier auf dem Kanal einzieht, dann nochmal sich genaueres zu anhören. In Alwin Oppels Biografie heißt es dazu, in der geografischen Gesellschaft in Bremen arbeitete Oppel mit, zog unter anderem ein umfangreiches Vortragsprogramm auf und trug wesentlich zur Bremer Industrie- und Gewerbeausstellung 1890 sowie dem Deutschen Geographentag in Bremen 1895 bei. Kommen wir zurück zu Liesel. Sie ist die Nummer 7 von den 9 Kindern. Die Rothenburger Rundschau erinnert in einem Artikel aus dem Jahr 2002 an die zu Unrecht vergessene Künstlerin. Demnach habe sie schon recht früh gewusst, dass sie nur Malerin werden könnte, ja geradezu musste. Sie kann das auch begründen. 2 ihrer Tanten waren Malerin und das reichte für die Begründung. Also es gibt natürlich auch Menschen, die tatsächlich sofort auch gleich wissen, Liesel Oppel, klar, aber leider ist es so, ein Großteil weiß mit ihrem Namen nichts anzufangen. Das sind Erfahrungswerte. 1914 besucht Liesel die staatliche Kunstgewerbeschule Bremen. Diese befand sich da noch in der Kaiserstraße. Heute heißt sie Bürgermeister-Smith-Straße. Erst 1922 zieht diese an den Wandrahmen um und dort befindet sie sich ja noch heute. Einer ihrer Lehrer, also Liesels Lehrer, ist Ernst Müller-Schiesse. Der war übrigens verheiratet mit der Schwester von Ludwig Roselius, Ludwig Roselius Café, Böttcher Straße, Millie Müller-Schiesse. Schauen wir noch einmal auf die Geschwister von Liesel. Ihre Schwester Käthe war mit einem Herrn Hans von Schaper verheiratet. Er war Oberlehrer an der Seefahrtschule in der Neustadt. Beide finden wir auch auf dem, also der Kollege Horelberg, würde sagen, die sind auch Riensberg. Ja. Ihr Bruder Arnold fällt im Ersten Weltkrieg im Jahre 1916 bei der Schlacht an der Somme. Er lebte in Freiburg im Breisgau und dort studierte er Philosophie. Und wenn man den Quellen Glauben schenken darf, hätte aus ihm noch ein ganz großer werden können. Ihr Bruder Helmut Oppel zieht ebenfalls in den Ersten Weltkrieg. Im Zuge eines Gefechtes wird er verschüttet. Zwar kann er gerettet werden, mental wird er sich jedoch von den Folgen nicht mehr erholen. Er wird gemütskrank. Unter den Nationalsozialisten gehört er zu denen, deren Leben als unwert betrachtet wird. Und sie wissen, wohin das führt. Bis heute gibt es keinen Stolperstein, der an ihn erinnert. Ein weiterer Bruder ist Richard Ernst Oppel, dieser wird Architekt. Er stirbt 1960 auf Las Palmas. Sein Haupttätigkeitsgebiet war Hamburg und die Kanaren. Wer schon mal dort war, der wird vielleicht, dem wird vielleicht Casa Toledo etwas sagen. Aber nun zurück zu Liesel und zur AG Weser. Sie musste nämlich zur AG Weser kommen und das war so. 1919 kommt sie nach Worpswede zurück, ohne aber lange zu bleiben. Ihre neue Adresse... 1919 kommt sie nach Bremen zurück, Mensch. Ohne aber lange zu bleiben. Ihre neue Adresse ist Worpswede. Auch wenn es in den kommenden Jahrzehnten stets auf und ab gehen wird, wie, ja, das kennen wir ja, wird Worpswede ihr Hauptwohnort bleiben. So wird sie auch eine Weile im Haus im Schluh wohnen. Für alle, die es nicht ganz
Das ist, genau. Das ist Martha Vogler, die Frau von Heinrich, die da. Was sich bis heute nicht geändert hat, von der Kunst allein kann sie nicht leben. Moment, kreisen ihre Gedanken um die Jahreszahl 1919? Ja, dann hat sie beide Weltkriege mit. Ja, hat sie. Zur AGWSA wird sie im Zweiten Weltkrieg kommen müssen. In ihren 20er bis 30er Jahren reist sie mehrmals, oft auch spontan. Ihr Hauptziel ist dabei Italien. Dort arbeitet sie als Keramikerin und schafft sich so nach und nach, wie man heute sagen würde, ein Netzwerk an künstlerischen Kontakten. 1932 bringt sie auf der Insel Ischia ihren Sohn Claudio zur Welt. Der lebt übrigens heute noch in der Nähe von Schiessl. Das macht es ja für Liesel nicht unbedingt einfacher, um durchzukommen. Jetzt ist sie Künstlerin und alleinerziehende Mutter. An der Jahreszahl sehen wir, dass die Nationalsozialisten dabei sind, ihre Machtposition zu etablieren. Für Künstlerinnen und Künstler wird es ungleich schwieriger. Liesel ist sich der Situation bewusst. An Materialien, die sie ja zum Arbeiten dringend brauche, sollte sie nur noch kommen, wenn sie in der Reichskunstkammer wäre. Und dafür musste sie ja nur erstmal eintreten. Und da trifft sie eine Entscheidung. Ihre Prinzipien werde sie nicht aufgeben. Und deswegen sagt sie Nein zum Beitritt, zum Ansinnen, dass sie doch in die Reichskunstkammer eintreten möge. Und fortan kann sie ihre Malersachen nicht offiziell bekommen. Das geht nur noch inoffiziell. Mit Kriegsbeginn kommt sie jedoch nicht umhin. Sie wird eingezogen. Bei ihr traf die allgemeine Faustformel zu, wer malen kann, kann auch zeichnen. Fertig. Mit anderen Worten, sie wird zum technischen Zeichnen verpflichtet. Gänzlich unmöglich wird ihr nun in Worpswede wohnen zu bleiben. Da sie aber möchte, dass der Junior die Schule in Worpswede besuchen soll, entscheidet sie sich, in Bremen ein Zimmer zur Untermiete zu nehmen. Was wir allerdings nicht sagen können, wo sie gewohnt hat, weil Untermieterinnen und Untermieter, darüber geben die Bremer Adressbücher leider keine Auskünfte. Liesel Oppels Zeit auf der AGWSA wird ein Jahr dauern. Danach wird sie mit dem Junior zum Chiemsee reisen. Auf der Fraueninsel arbeitet sie wieder als Keramikerin und nach ihrer Rückkehr nach Worpswede wird sie sich mit einem französischen Kriegsgefangenen anfreunden. Noch im März 1945 wird sie zu einem Jahr Zwangsarbeit verurteilt und bleibt bis Kriegsende in Haft. Es lohnt sich wirklich, mehr über die Künstlerin zu lesen. Und da gibt es inzwischen sogar ein Buch, was kürzlich erschienen ist. Es gibt sogar ein komplettes Werkverzeichnis ihrer Arbeit. Das sind schon bemerkenswerte Arbeiten. Und reden wir über sie, weil sonst ist sie irgendwann perdu. Und das wäre echt schade. Runden wir die Betrachtung zu der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg ab durch Ergänzungen aus dem Vortrag von Frau Meyer-Braun. Bremen verfügte ja bekannterweise über eine hohe Dichte an Betrieben, die in der Rüstung tätig waren. Mit der Aufrüstung wurden diese natürlich ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Ab Mitte der 30er Jahre waren Focke Wulf, die Weserflug, die AG Weser und der Bremer Vulkan die wichtigsten Säulen des nationalsozialistischen Wehrprogramms. Der Druck war enorm. Das geht schon aus einer Äußerung des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine hervor. Da heißt es im Oktober 1935, dass trotz Mangel an Fachkräften die Bauten der Kriegsmarine termingerecht fertigzustellen seien und überhaupt alles versucht werden müsse, um die Wehrmacht in kürzester Zeit auf einen möglichst hohen Stand der Schlagfertigkeit zu bringen. Da aber immer mehr in den Krieg zogen, war es nur eine Frage der Zeit, bis man die Frauen fragen musste, weil wer hätte es sonst machen sollen. Das wäre heute wie damals wohl auch so, dass die Frauen natürlich immer eine Runde kritischer und skeptischer betrachtet würden als ihre männlichen Kollegen. Vor allen Dingen müssen sie dann ja auch noch immer mindestens 150-200% auch mehr nochmal ran. Einer der ausschlaggebendsten Gründe, warum das nicht gut gehen würde, war, dass man den Frauen die Kompetenz absprach, sich flott an die sich stets verändernden Arbeitsbedingungen zu gewöhnen. Und so meinte das wohl auch damals ein bei der AG Weser beschäftigter Diplom-Ingenieur. Das Einzige, was Frauen damals wohl machen könnten, wäre eine anspruchslose, immer wiederkehrende Arbeit. Und das wäre ja schon das höchste der Gefühle, denn die Frauen wollten ja nur als Aushilfe beschäftigt werden. Ja klar, dass man da Lösungen gefunden hat, aber lassen Sie uns da heute mal nicht weiter drüber sprechen. Sprechen wir mal über die Damen, die freiwillig zum Arbeitsplatz AG Weser gekommen sind. Klassische Berufe für die Damen wären ja Putzfrau, Straßenbahnschaffnerin oder Arbeiterin bei den Bremer Tauwerken, Aushilfsverkäuferin oder Servierhilfe. Mit dem Jobangebot als Schweißerin arbeiten zu können, eröffneten sich ja für viele die Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen.
Nee, was schätzen Sie, wie viele haben sich denn da wohl beworben? Ja, es gab ja mehrere Intervalle, in denen die Anzeige geschaltet wurde. Und dabei sind circa 100 Damen bei rausgekommen. Ja, zugetraut haben sich den Job natürlich fast alle. Aber nach Ende der achtwöchigen Anlernzeit, wie es damals hieß, mussten einige Damen von ihrem neuen Traumberuf Abschied nehmen. Das Anlernprogramm habe sich in nichts von dem für die ungelernten Männer unterschieden. Mit dem fertigen Abschluss standen die Schweißerinnen nun vor dem nächsten Schritt in die Realität. Das betraf natürlich auch die Arbeitskleidung. Nach Frau Meyer-Braun sei der Bullkamm bis 1970 noch nicht auf Frauenarbeit eingestellt gewesen. In dem Moment, in puncto Arbeitskleidung. Die Schweißeranzüge habe es nur in Männergrößen gegeben und, naja, es gibt ja eine... Sagen wir es mal so, ist im Bereich der Oberweite haben die Männer ja nicht so und da musste doch ein bisschen noch was nachgearbeitet werden. Und ja, die Hosenbeine waren ja auch dann nicht, also sie können sich, die Bilder laufen bei ihnen im Kopf, das spüre ich schon ganz deutlich. Es war zur Arbeitskleidung aus einem braunen, groben, sackleinenartigen Stoff, so, also war der Anzug so... so unschön, dass also manche Frauen natürlich auch gesagt haben, ist das schrecklich. Und als Frau Pfeil, eine der Damen, berichtete, ihre Mutter hätte einfach stumpf auch losgeheult, als sie ihre Tochter in dieser Montur gesehen habe. Später habe es denn auch Anzüge in Frauengrößen gegeben. Für Männer und Frauen aus dem gleichen blauen Drillig. Auch wenn man durch die Arbeitskleidung der weibliche Körper weitgehend unsichtbar wurde, so haben die Frauen dennoch, naja, so gut es eben auch ging, während der Arbeitszeit eben auch auf ihr Äußeres ein bisschen Wert gelegt. Und so achteten sie anders als die Männer darauf, dass ihr Gesicht nicht zu ständig zu verschmiert aussah oder dass ihre Haare nicht zu sehr verstaubten. Also trugen sie unter dem Helm ein Kopftuch, damit sie wenigstens in den Pausen einigermaßen gut frisiert aussahen. Lies man bei Frau Meyer-Braun weiter, dann sei das Auftauchen der Damen auf der Werft eine Sensation gewesen. Eine der Damen hat im Nachhinein in einem Interview das wie folgt kommentiert. Die haben uns angestarrt wie im Zoo. Wie sicherlich sie und auch uns, also auch uns beschäftigt, ist natürlich die Frage, lässt sich das für die Zeit der Wirtschaftswunderjahre überhaupt auch alles in Zahlen ausdrücken? Ja, die Frau Meyer-Braun hat da im Zuge der Recherchen für ihr Buch Antworten finden können. Demnach waren Ende 1960 7.958 Menschen auf der Werft beschäftigt. Dabei sprechen wir von den Standorten in Bremen und Bremerhaven. Und davon waren 357 Frauen. In prozentisch sind das 4,5%. Wobei wir auch da wieder unterscheiden müssen. Von den Damen waren wiederum nur oder immerhin schon 69 im gewerblichen Bereich der Werft tätig. Und darunter befanden sich auch die Schweißerinnen. So, und wie sah nun die Realität aus? Ja, das können Sie und wir uns sehr gut vorstellen. Als allererstes galt es, sich Respekt zu verschaffen. Kommentare, was wollen die denn hier, seien da keine Seltenheit gewesen. Wenn die Frauen auch, also ich meine, das, ihr wurde auch oft immer hinterher gepfiffen, aber naja, laut den Quellen habe der Ausbilder auch neben dem Anlernprogramm alle Hände voll zu tun gehabt, da in dieser Hinsicht auch die Bogen zu glätten. Also ist, es scheint jetzt nicht so angebracht und überrascht zu fragen, womit er denn, also Sie wissen schon. Demnach haben die männlichen Kollegen sich an den Fenstern zur Lehrwerkstatt wohl die Nasen platt gedrückt. Außerdem wären wohl auf die Türen aufgerissen worden und naja, wie gesagt, den Rest macht die Fantasie. Damals wie auch heute haben Verbotsschilder an den Türen doch niemand ernsthaft davon abgehalten. Also, auch wenn ich persönlich, ich mag diese Formulierung überhaupt nicht, aber hier scheint es trefflich zu sein. Frau musste lernen, damit umzugehen, sich zu wehren und dann mit mal wurde sie integriert und akzeptiert. Also wenn Sie mich fragen, dieses Phänomen ist so alt wie das Amen in der Kirche. Ergänzend betrachtet klingt das Ganze bei Frau Meyer-Braun so. Frauen mussten also in doppelter Hinsicht Barrieren überwinden, Vorurteile bekämpfen, um integriert zu werden. Sie mussten gegen das Bild von der Frau als Flittchen ankämpfen. Offenbar konnten sich manche Werftmänner kein anderes Motiv für die Bewerbung von Frauen um einen Platz in ihrer männlichen Welt vorstellen, als das der Jagd auf einen Mann. Und zweitens mussten die Frauen beweisen, dass sie tatsächlich gute Arbeit leisten konnten und die Härte dieser Arbeitswelt sie nicht kleinkriegt. Wenn das geschafft war, waren die Männer durchaus bereit zu helfen.
Das sagten alle, zum Beispiel die schweren Gasflaschen für sie zu schleppen, mal große Eisenteile hochzukanten, oder sie stellten den Frauen im Winter einen Kohleofen hin, damit sie sich die klammen Finger wärmen konnten. Wissen Sie, was sich hier schon mal echt dringend anbietet? Einen Blick in den Alltag eines Ehepaares, genau zu der damaligen Zeit. Zugeben, ein typisches Ehepaar für die Wirtschaftswunderjahre ist es nicht. Wenn ich Ihnen den Nachnamen gleich sage, dann wissen Sie schon. Das ist Gertrud Hundertmark. Nein, der Mann dazu ist nicht Willi, sondern ist Gustav. Genau, Gustav Bernsen, der Vater unseres ehemaligen Bürgermeisters Jens Bernsen. Renate Meyer-Braun lässt uns in ihrem bereits vorhin erwähnten Buch daran teilhaben. Hauptzeuge für das Leben im Hause Bernsen ist kein geringerer als der Junior. Jens Bernsen. Er führt aus, dass der Tagesablauf im Wesentlichen von seinem Vater bestimmt worden sei, selbst wenn dieser nicht zu Hause gewesen sei. Morgens habe ihm seine Mutter immer das Frühstücksbrot und die Zeitung hingelegt. Kam er abends nach Betrieb und Bürgerschaft nach Hause, ging das so. Man hörte draußen eine Hupe, da musste seine Mutter schnell rauslaufen und das Gartentor aufmachen, damit er mit dem Auto in die Garage habe hereinfahren können. Nebenbei bemerkt, das hat nicht immer geklappt, das ist klar. Und Jens Bernsen berichtet, dass sein Vater sich dann furchtbar darüber aufgeregt habe, dass man ihn überhört habe. Des Weiteren habe er sich zu Hause eine halbe Stunde ausgeruht und habe dann laut nach Kaffee gerufen. Dieser wurde auch von der Mutter serviert. Damals habe die Familie noch in der Güstrower Straße gewohnt und die Wochenenden habe die Familie auf der Parzelle der Großeltern verbracht. Und selbst da habe Gustav Bernsen genau entschieden, was seine Frau machen sollte. Wie zum Beispiel den Anbau bestimmter Obst- und Gemüsesorten. Wichtige weitere Informationen: Gustav Bernsen sei von Haus aus alles andere als ein Kleingärtner gewesen, also der grüne Daumen, aber allein schon aus diesen Beispielen können wir schon zu dem Schluss kommen, dass die Ehe, naja, also ist partnerschaftlich ist was anderes sicherlich. Das hat Jens Bernsen auch ein paar Absätze später noch bestätigt. Er betonte aber auch, dass seine Mutter sich subjektiv in dieser Partnerschaft unter Druck gefühlt hat. Vielmehr habe sie die Rollenverteilung als selbstverständlich eben als normal angesehen. Weiterhin wichtig, sie habe es wahrscheinlich auch nicht bewusst empfunden, dass sie ihre intellektuellen Fähigkeiten, die er ihr bescheinigt, in dieser Ehe nicht weiterentwickeln konnte, die blieben verschüttet, so die Überzeugung des Sohnes. Renate Meyer-Braun geht noch weiter. Es lässt vermuten, dass sie ohne Leistung insgesamt nicht genügend, Verzeihung, leicht überlesen, heute Morgen ist ja ein bisschen heiß draußen. Renate Meyer-Braun geht noch weiter. Es lässt vermuten, dass sie ihre Leistung insgesamt nicht genügend gewürdigt fand, da sie wohl doch eher der Kamerad minderen Ranges war. Wenn man den Schilderungen weiterfolgt, so habe sie ihm stets und ständig den Rücken freigehalten. Das heißt, als die Familie das Haus gebaut habe, hat sie alle Behördengänge erledigt. Was, wie sagt sie selbst dazu? Gustav wäre da nie hingegangen. Bei dem Haus handelt es sich um das Haus an der Liesenbrucker Landstraße, in dem Jens Bernsen heute noch wohnt. Das war ursprünglich Teil einer Werkssiedlung der AG Weser. Mit diesen Informationen im Hintergrund macht es das Ganze nochmal deutlich, auf welche ungewohnte Pfade sich die Frauen damals begeben haben. Haben wir schon gehört, dass man eine lange Wegstrecke vor sich hatte, Ehefrau anerkannt war, dann bedarfte es dazu natürlich auch viel weiblicher Raffinesse. So offenbarte eine Frau Steuermann in einem Interview, dass es hilfreich gewesen sei, an die Eitelkeit der Männer zu appellieren und an die Größe Erfahrung in manchen Dingen. Und das klang dann so. Mensch, kannst du mal gucken, die läuft nicht, irgendwas haut da nicht hin. Das habe immer gut funktioniert, erinnern wir uns da an den Anfang. Wie hieß es da, einer der ausschlaggebendsten Gründe, warum das nicht gut gehen würde, war, dass man den Frauen die Kompetenz absprach, sich flott an die sich stets verändernden Arbeitsbedingungen zu gewöhnen. Sich flott an die stets verändernden Arbeitsbedingungen zu gewöhnen. Na klar, konnten und mussten die Frauen das auch in anderer Hinsicht. Oft verließen sie sich dabei auf ihren Instinkt. Galt es doch, flott abzuschätzen, wann es hilfreich sei, das schwache Geschlecht herauszukehren und wann es besser war, die angebotene Hilfe abzulehnen. Eine besondere Herausforderung war die Arbeit an Bord, für Frauen seinerzeit eigentlich verboten. Unter Termindruck kam das aber immer mal wieder vor. Bepackt mit Kabel, Schweißzange und dem sogenannten Spiegel krochen die Schweißerinnen durch enge Luken, die Mannlöcher, in den Doppelboden des Schiffs. Wir brauchen nicht davon zu sprechen, dass es dafür schon gesonderte Absaugvorrichtungen gegeben hätte. Ja. Die Frauen hatten genauso unter den teilweise schlechten Voraussetzungen zu leiden wie die Männer.
Klar, dass unter diesen Umständen die ein oder andere aufstecken musste, weil es körperlich einfach nicht mehr ging. Aber einige waren sehr lange dabei. Die Geschichtsprofessorin Frau Meyer-Braun hat 5 Schweizerinnen für ihr Buch interviewen können. Diese blieben zum Teil zwischen 8 bis 23 Jahren dort. Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit als Schweißerin gearbeitet haben. So ist eine Frau Becker, die 1959 angefangen hat, nach einigen Jahren Kolonnenführerin geworden. Das heißt, zu ihren Aufgaben gehörte das Schreiben der Akkordsätze. Mit anderen Worten, was ihre Kolonne geschafft hatte. Also wie viel Meter Schweißen hat sie geschafft und wie akkurat sie die angefertigt haben. Danach wurde dann der Lohn berechnet. Das war also auch eine äußerst wichtige und prestigeträchtige, aber auch konfliktbehaftete Aufgabe. Denn es kam vor, dass Männer, besonders türkische Kollegen, ihre Autorität nicht anerkannten und ihre Entscheidung anzweifelten. Noch ein weiteres Beispiel, diesmal von der anderen Werft, dem Vulkan. Frau Pfeil war von 1962 bis 1974 auf dem Bremer Vulkan. Die verkraftete die gewaltige Umstellung, die der Eintritt in das Berufsleben als Schweißerin bedeutete, gut und wurde nach etwa 5 Jahren zur ersten und offenbar bis zum Schluss einzigen Vorarbeiterin ernannt. Bei ihrem 10-jährigen Jubiläum verkündet die von der Werksleitung herausgegebene Betriebszeitung ganz stolz: Was für viele Frauen in deutschen Betrieben noch Zukunftsmusik ist, braucht beim Bremer Vulkan nicht mehr durchgesetzt zu werden. Bei uns werden die Frauen nicht nur gleich bezahlt wie die Männer, sie können auch etwas werden, Vorarbeiterinnen zum Beispiel. Frau Fürst leistete so gute Arbeit, dass der vorgesetzte Ingenieur ihr die Aufgabe übertrug, neue Schweißmaschinen auszuprobieren und Vorschläge für deren Anschaffung zu machen. Also bei dem war ich eigentlich ganz gut angeschrieben, weil ich eben auch ein bisschen Ahnung hatte. Bin nicht eben nur einfach hingegangen und habe so meine Arbeit gemacht. Ich habe mich für alles interessiert, was da so anfiel. Naja, und von der Elvira, da haben wir natürlich schon gehört, sie erinnern sich am Anfang, Elviras Nähte halten Ozeanriesen zusammen. Lassen Sie uns heute mit einem Punkt schließen, der auch in Renate Meyer-Brauns Vortrag eine wichtige Position einnimmt. Demnach gab es 1975 eine Umfrage im Rahmen eines Projekts der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Als Ergebnis einer repräsentativen Befragung von Arbeitern, einschließlich Schweißern, im Schiffbau in Bremen wird festgestellt, Schweißer ist im Schiffbau ein reiner Männerberuf. Dabei gab es genau zu dieser Zeit weit über 100 Schweißerinnen auf der Nordbremer Werft, dem Vulkan. Weiter heißt es in dem Bericht, nur 15% der dort Beschäftigten meinen, dass ihre Arbeit auch von einer Frau ausgeführt werden könne. Zum Vergleich, bei den übrigen Arbeitern sind über 52% der Ansicht, dass ihre Arbeit auch von einer Frau übernommen werden könnte. Daraus folgt doch, dass Männer und für Frauen das Schweißen für zu hart hielten. Also interessant natürlich auch der Hinweis, dass bei den Schweißern im Bremer Schiffbau der Ausländeranteil doppelt so hoch war wie unter den übrigen Bremer Arbeitern. Auch das ein Hinweis auf den Charakter dieser Arbeit als Knochenarbeit. Abschließend sei noch erwähnt, dass manche türkische Frau wesentlich länger als Schweißerin tätig war als ihre deutschen Kolleginnen. Aber das wäre nun wiederum Teil eines anderen Vortrags. Das machen wir heute mal nicht. Ahoi, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Sie merken schon, die Geschichte der Algewieser ein bisschen anders als immer.